einer in die weite Welt des Footballs gezogen, der wird eher nicht so schnell nach Berlin zurückkommen. Das ist Björn Werner. Das wird die Geschichte wahrscheinlich sein, bis quasi die GFL-Saison anfängt, weil der Draft ja Ende April ist. Inwiefern verfolgt man das hier in Berlin mit einem besonderen Auge? Natürlich verfolgt man das. Also in Berlin sowieso. Björn liegt mir tierisch am Herzen, weil er halt auch bei uns in der Jugend gespielt hat, als ich zwar nicht unter mir jetzt als Defense End, aber bin im Trainerstab gewesen, als Jörg Hofmann der Head Coach bei der Adlerjugend war und ja auch mit Björn sehr, sehr intensiv gearbeitet hat. Und das ist schön zu sehen. Er war zu Weihnachten nochmal in Berlin, hat nochmal Hallo gesagt, man hat sich nochmal zusammengesetzt. Ist auch schön zu sehen, dass er nach wie vor der Alte ist. Also wirklich der Björn, der gegangen ist damals, den man kennt, super bodenständig. Und ich glaube, das auch ein Teil seines Erfolges ist, dass er halt wirklich seine Arbeit macht, fleißig ist, hart trainiert, ganz genau weiß, woran er ist und halt nicht irgendwie überheblich wird oder ähnliches. Und das ist einfach schön zu sehen. Das werden wir weiterhin ganz nah verfolgen und hoffe auch, dass er demnächst nicht in Berlin zu sehen ist, schon gar nicht als Spieler, sondern dass er wirklich drüben auch so gut Fuß fasst auf dem nächsten Level wieder, dass er uns dort vielleicht nochmal überrascht. Man wusste, er war ein Talent, man hat gesagt, ja, er hat eine sehr gute Chance ans College zu gehen, dass es dann so ein großes College war schon super, dass er dann dort so einschlägt, war schon super, dass er jetzt mit so einem Vorschusslorbeeren auch noch in die NFL schon geredet wird, ist super und dann hoffe ich, dass er uns nochmal überrascht und vielleicht dort auch wieder super einschlägt und seinen Job richtig gut macht. Du hast ja auch für die NFL Europe gearbeitet, hättet ihr euch vorgestellt vor 6-7 Jahren, dass jetzt schon ein deutscher Spieler in der Position ist, also die letzten Mock-Drafts, die ich so gelesen habe, sagen sogar, er geht an zweiter Stelle zu den Jaguars, also sprich die Top-Athleten des Colleges, da reden wir von, hätte man da erwartet, dass es so schnell geht, dass Spieler aus Europa wirklich dieses Level erreichen? Ich glaube, dass man so eine Situation, wie sie Björn Werner jetzt durchlebt, überhaupt nicht vorhersehen kann. Das ist auch nicht an einer amerikanischen Highschool vorhersehbar, wo sehr viel talentierte Spieler spielen. Das ist wirklich eine Situation, die passiert, ich glaube, einem Coach oder einem Spieler einmal im Leben, im eigenen Umfeld. Und daher ist es sehr schön mit anzusehen. Ich denke, dass man gesehen hat, wie sich der Football in gewissen Situationen auch weiterentwickelt hat. Wir haben auch damals gesehen, dass Björn ein sehr, sehr talentierter Spieler ist, auch gerade für europäische Verhältnisse ein Ausnahmetalent ist. Aber trotzdem ist da halt immer noch die Situation zu berücksichtigen, wie kann er sich in Amerika durchsetzen. Wenn ganz viel mehr Talent dazukommt, wie viele, Hunderttausende von Kids Highschool-Football spielen und wie viele im Endeffekt nachher übrig bleiben und in der Draft auch ausgewählt werden. Also vorhersehbar ist sowas glaube ich gar nicht. Auch wenn man natürlich hofft, immer mehr solche Talente zu finden, sie zu fördern. Und ich bin gespannt, wie jetzt andere Spieler auch den Weg vielleicht schaffen werden. Es gibt einen Kasimir Dabali, der jetzt bei Boston College fertig ist mit seiner College-Karriere. Vielleicht hat der die Möglichkeit, den nächsten Schritt auch zu machen. Und das wird, glaube ich, dem gesamten deutschen Football sehr gut tun. Und was Björn jetzt natürlich schon macht, ist, dass er das Ganze noch mehr ins Rampenlicht bringt. Was wir bei den Adlern auch sehr gemerkt haben, dass einfach ganz, ganz, ganz viele Anrufe kamen bezüglich Presseanfragen etc., obwohl Björn ja nicht mehr für uns spielt und wir die Anlaufstelle für Presseanfragen sind. Aber wie viel Aufmerksamkeit dem deutschen Football doch geschenkt werden kann, wenn es jemand so ins Rampenlicht schafft. Und daher hoffe ich eigentlich, dass das nochmal eine Situation ist, die wir als gesamte deutsche Liga und als die Vereine nutzen können, um vielleicht uns selber auch noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu stellen und zu sagen, hier gibt es auch in Europa sehr, sehr guten Football, der gespielt wird und dem gehört noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als ihm eigentlich gerade entgegengebracht wird. Nun, das sind ja mehr und mehr Spieler, das ist gesagt, drüben und auch talentiert dabei. Wie sieht das da bei dir als Coach aus? Jetzt haben wir zum Beispiel Jeff Reinbold hier. Hat man dann den Willen als Coach oder die Hoffnung, dass man vielleicht selber auch mal als Coach rübergehen kann und da eine Position bekommt? Oder ist das im aktuellen Zustand nicht denkbar? Ich denke, alles ist denkbar. Es hängt immer davon ab, wie viel man gewillt ist, wirklich auch zu riskieren oder auch den Weg zu gehen. Ich denke, für die meisten deutschen Coaches wird es so oder so schwer, weil es ist nur eine ganz, ganz geringe Anzahl von Coaches, die den Mittelpunkt des Lebens auf Football fokussiert hat. Die meisten GFL-Coaches haben als Haupt
leben als Hauptberuf nicht Football, sondern haben andere Berufsbahnen und machen das nebenbei, wo ich immer wieder den Hut vorziehe. Daher hängt sicherlich davon ab, auch das ganz intensiv auszuüben, aber auch dieses Risiko einzugehen, zu sagen, gut, ich möchte jetzt den Schritt rüber machen. Zum einen das Bewerben, das Kontakteknüpfen gehört dazu, aber auch wenn die Möglichkeit kommt, dann eben alles stehen und liegen zu lassen und für eine ganz sicher unsichere Position den Schritt rüber zu gehen, weil man nicht weiß, wie lange hat man dort den Job etc. Ich denke, es ist möglich. Da gehört sehr, sehr viel Einsatz dazu, sehr, sehr viel Disziplin und sehr viel Arbeit. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er diesen Schritt machen möchte, diesen Weg gehen will. Leicht ist es sicherlich nicht.